So, Dienstag. Wo sind die Gummiriegel? Das war die Frage von gestern. Die Gummiriegel müssten, wenn ich sie nicht alle verballert habe, prinzipiell erstmal alle unten liegen. In dem, in der Kiste vom. Na, hier, wie heißt es denn? Ja, mal? Weiß ich. Von den Öfen, wo ich sie hergestellt habe. Hier ist nichts mehr drin. Das ist schon mal schlecht. Hier sind noch Gummiriegel. Hier ist noch Rohplastik und hier sind noch Plastikfolien. Aha. Na gut. Jetzt sag mir mal, ich würde mich nicht um dich kümmern. Damit kann man noch arbeiten. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, weißt du? Alter Falter, was? Das Rauschen des Todes. Echt jetzt? Ja, also solltest du dir nachher mal die Aufnahme anhören bei mir. Wenn ich sie denn veröffentlicht habe, kannst du ja mal einen Blick drauf werfen. Einen akustischen. Einen akustischen Blick, verstehst du? Ja. Einfach nur mal, um zu hören, was ich meine. Also, sagen wir es mal so, ich bin Besseres von dir gewöhnt. Also das alte Mikrofon war besser, was Rauschen angeht. Es war auf jeden Fall rauscharmer, definitiv. Okay. Dann weiß ich das schon mal. Hat ein neues Mikrofon, weißt du, gibt da tausende von Euronen für aus und dann rauscht das Ding. Hat er natürlich vergessen, im Hintergrund die Ventilatoren abzuschalten. Ne? Das ist aber okay, das macht er ja gerne mal. Die Ventilatoren im Winter, alles klar. Mhm. Naja, der Rechner wird heiß, auch im Winter. Na gut, wenn ich dann endlich mal mein Holzrechner-Gehäuse fertig habe, dann dürfte das... ja. 1, okay. 2, 3, 4, 5, 6. Ein Holzrechnergehäuse. Wir haben knapp 7 Stacks Rohplastik noch unten drin, liegen nicht voll, Honk. Ja. Aber erstmal eine Welle machen, dass ich das besorgen soll, weißt du? Nee, Holzrechnergehäuse aufgrund dessen, weil mir mein aktuelles Rechnergehäuse nicht reicht von dem Platz her, der da drinnen vorhanden ist. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht kennen einige von euch noch die alten Max Starter Gehäuse oder auch der Master Merchant. Ja, kenne ich noch. Die waren ja so gestrickt, dass du vorne auf der rechten Seite so einen Anschluss für Kopfhörer und alles mögliche hattest. Ja. Und die hatten halt, da musstest du oben eine kleine Platte runterziehen. Und dann hattest du so zwei Hebel, die oben auf dem Gehäuse drauf lagen. Die hast du nach oben geklappt. Und dann konntest du sozusagen die beiden Seitenwände nach oben rausziehen. Ja, ich erinnere mich dunkel an dieses System. Genau. Und er macht Geräusche hier mit seiner Mikrofon-Setup-Arei. Die Rechnergehäuse habe ich mir jetzt zwei Stück genommen. Und hab die auseinandergenommen. Und werde die hinterher nebeneinander stellen. Sprich, nicht in die Länge, nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Okay. Also, wenn du zwei Rechner vor dir stehen hast, dann stehen die genau nebeneinander und werden dann miteinander verschraubt. Erstmal. Mhm. Und dann wird von dem einen Rechnergehäuse die hintere Wand rausgenommen. Dann habe ich dementsprechend ein großes Rechnergehäuse und kann sozusagen bei dem rechten Gehäuse kann ich das Mainboard anbringen und im linken Gehäuse kann ich die Festplatten alles reinbauen, kann dann mein Kabelmanagement schön verlegen und so, dass ich richtig schön viel Platz habe und habe dann dieses Gewusel nicht mehr. Warum schraubst du dir dein Mainboard nicht einfach an die Wand, dann hast du den ganzen Raum. Ja, nee, das weiß nicht. Was? Ich finde das jetzt nicht uneffektiv. Ja, das ist halt... Weiß nicht. Das wäre eine Idee, klar. Aber... Oder meinst du jetzt eher mit so einer Holzwand und dann das da dran geschraubt? Nö, einfach an deine Wand. Ja, nee, das kann ich auch nicht machen. Warum denn nicht? Stell ihn nicht so an. Sei nicht so unflexibel. So.
meine Damen und Herren, dann haben wir das schon mal. Was können wir denn noch wegräumen? Er hat mich wahrhaftig wieder auf geile Ideen gebracht. Gelle? Verdammt. Weißt du warum? Weil ich's kann. Och, Mann, das... Jetzt reizt es ihn doch. Ja, jetzt wirklich, ohne Scheiß. Jetzt bin ich komplett aus dem Plan gekommen. Ja, im Wohnzimmer, ein Wanddurchbruch. Was? Nee, so weit wollen wir dann noch nicht gehen. Warum denn nicht? Aber das mit dem Brett, wo dann... Alter! Toll. Wo kam der her? Keine Ahnung. Wo kam der her, der miese Hund? Das... Bäm. Ist es denn zu fassen? Hier steht ja noch so ein Vieh. Haben wir noch Kolben da? Unfucking fassbar. Die unfassbar. Die unfassbar? Ja. Okay, folgendermaßen ergibt sich jetzt hier das Problem. Uno Problemo. Ja, dass wir hier einen Creeper haben, der jetzt nach unten fällt. dass wir Fäden brauchen, um den Dünger herzustellen. Wir brauchen genauso auch Viechons, ne? Skelette und so. Für Le Knochin. Machen wir eben 16 Kolben. Haben wir hier eigentlich einen Spinnspawner? Einen Spinnspawner? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich. Irgendwie. Nee, nur Skelette und Zombies. Das ist natürlich nichts. Wir müssen ja eigentlich nochmal irgendwie in der Spawning Area, wo hier die Spawner sitzen, müssten wir vielleicht mal gucken, dass wir ein. Was brauchst du? Ein Skelette und Spinnen. Spinnen-Spawner. Ich hab, glaube ich, irgendwo einen Spinnen-Spawner. Wir können das auch mit Safari-Netzen machen. Wir können das auch mit Safari-Netzen und einem Autospawner machen. Das geht auch. Wir brauchen in jedem Falle Fäden. Fäden und Knochen. Ohne Ende. Wo bist du denn? Im Moment in der Mini-Monster-Falle. Mini-Monster-Falle bei den Villagern. Ja, genau. Gerade gucken, das Malwerk ist aktiv. Item-System und Mob-Essenz ist auch aktiv. Ich hab da was für dich. Bitteschön. Kannst du ein bisschen mitarbeiten. Ja, was soll ich denn damit jetzt machen? Das sind die Dings, die Herrgott, die. Ja, das sind die Safari-Netze, das habe ich schon verstanden. Vier richtig. Stück habe ich. Das Problem, was ich aber jetzt hier gerade habe, ist, dass ich ja. Dass ich Dingens brauche. Die Autospawner. Und einen Autospawner dazu, sonst hat das ja keinen Sinn. Ja, dann kannst du ja zwei von den Skeletten entlassen, die ich da eingefangen habe, und kannst da Spinnen reinpacken und dann packst. Du hast Skelette eingefangen? Tatsache. Skelett. Das sind alle Viere. Zwei davon soll ich entlassen. Zwei davon entlassen und zwei Spinnen reinhauen und dann machst einfach einen Autospawner, beziehungsweise vier Autospawner und stellst neben jeden Spawner, den du da schon sitzen hast, so einen Autospawner mit bei. Und dann kann er der Kram dann spawnen und dann wird der eh gekillt. Dafür müssen wir halt aber auch einen Autospawner haben, ne? Jo. So, ich muss jetzt aber hier erstmal ein bisschen was machen, sonst komme ich hier komplett aus dem Plan. Ach Quatsch. Sag nicht immer, du hättest einen Plan. Ich habe auch keinen Plan. Boah, eine Goldaxt. Haben wir irgendwie was Goldigstiges da oder sowas? Nö. Hier lag doch mal ein Rucksack rum mit irgendwelchen Goldschatz. Unter Diamant läuft hier gar nichts, verstehst du? Ich bin total luxusorientiert, also gegen YouTube-Money und Fame und so. Ja, ich hab. Er hat ja eben auch schon die Lohnabrechnung mit seinem YouTube-Money weggeschickt, ne? Ja. Hast du eigentlich mitgekriegt, was das Trumpet hier in den Staaten im Moment abzieht? Das finde ich ja lustig. Mit dem Einreiseverbot für muslimische Leute und so. Geh mir weg damit. Kein Bock auf Politik. Ich hab keinen Bock auf Trump, so schaut's aus. Ja, der Trump ist mir recht. Kein Bock auf Politik. Warum denn nicht? Weil ich darauf einfach keine Lust habe. Willst du nicht mehr hören? Kannst du nicht mehr hören? Kannst du das Elend nicht mehr antun? Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören. Ernsthaft.
Angela Merkel. Angela Merkel. Ich muss gleich brechen. Sigmar Gabriel. Die alte Sozentusse. Was? Herr Gabriel, das ist auch so eine Elmar, oder? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist mehr als eine Elmar. Das ist eine Tunte, wie er im Buch steht, ey. Ja, kleine dicke Junge. Nee, der kleine dicke Junge kommt ja aus Nordkorea. Lass mal los. Du kannst doch hier nicht unseren neuen Außenminister beleidigen. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Wir können es halt. Okay. Hast recht. Na gut. Also, ich bräuchte zwei Spinnen. Die werde ich jetzt erstmal einfangen gehen. Ich muss echt mal Optifine rausnehmen, ey. Ja, nimm doch mal Optifine raus. Langsam geht mir das Geflacker auf den Keks. Da wollte er sich im Übrigen schon vor 3 Aufnahmen drum kümmern. Vor 3 Aufnahmen. In Worten 3. Keine Zeit. Das Problem ist ja jetzt natürlich, es ist hier Tag. Verstehst du? Und solange hier Tag ist, können wir nicht so wirklich viel machen. Wo ist denn jetzt das scheiß Leder, ey? Bin ich denn blöd? Du hast gesagt, wir brauchen einen Autospawner. Sehe ich das richtig? Right. Right. Geh gleich Kühe schlachten, wenn ich das Leder nicht finde, ey. Wie soll der denn heißen? Da ist Leder. Der automatische Spawner. Genau. Oh, da brauchen wir Plastikfolie. Na, wer hätte denn das gedacht? Smaragden 2 Stück, wer hätte das gedacht? Magma-Creme, Maschinenblock, Zucker, Netherwarz, okay, brauchen wir erstmal einen Maschinenblock. Oh, da brauchen wir Plastikfolie, wer hätte das gedacht? Scheiße. Hast du zufällig den Barrel eingefangen? Ne, der liegt da noch drin, verdammt. Okay, wie machen wir denn das jetzt am schnellsten? Du bist auch wieder der schlauste einer. Ich bin richtig clever gewesen, Alter, ja. Das, ja. Mann. Ich lege jetzt erstmal ein paar Stacks an Steinen hier ab. Scheiße, der hat ein Upgrade. Was ich aufgesammelt habe. Weißt du, was das Doofe ist? Hm. Das ist ein upgegradeter Barrel gewesen. Verdammt. Da war das Barrel, Mann. Da ist das Barrel, yeah. Hast du ihn? Jawohl. Haben und es ist. Gut. Uiuiui. Oh, dann wollen wir doch gerade mal. Nur ist die Frage, wo landet jetzt der Stein? Schick den noch nicht raus. Ja, wo landet der Stein jetzt? Schick ihn noch nicht raus, der landet in der Overflow. Nicht wegschicken. Er landet in der Overflow? Er landet natürlich, wenn die nicht definiert sind, was da rein soll, dann landet das in der Overflow. Oder landet er dann nicht in einem leeren Barrel? Was? Nee, die Barrels sind ja abgeschlossen. Achso. Dann kann er also in keinem anderen landen. Richtig. Hier ist noch nichts da. So, die ich habe, wandern jetzt erstmal da rein. Und die anderen, die jetzt hier rumgelegen haben, die sammle ich jetzt wieder ein. Zip, 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 zip. So, jetzt lege ich das mal alles hier oben hin. Wieso habe ich denn hier noch 28 Maschinenblöcke? Hast du mir die zugeworfen? Das ist mir gerade aufgefallen. Nee, Entschuldigung, mir sind gerade ein paar Steine um die Ohren geflogen. Verzeih mir. Ich wollte eigentlich Maschinenblöcke bauen. Aber irgendwie verstehe ich gerade was nicht. Ich habe 3 Düngemaschinen gebaut. Ja, weißt du, was ich nicht verstehe?
Spanisch.